Ich starte jetzt einfach mal und sage Hallo, herzlich willkommen bei einem Let's Play von Call of Duty Black Ops 3 Zombie Mode. Ja, heute dabei ist Geige, mein kleiner Spielkollege oder mein großer Spielkollege in dem Sinne, weil er hat ein höheres Level als ich. Er zeigt uns jetzt mal so ein bisschen die Tricks und so, wie man das alles im Spiel spielt. Und er erklärt jetzt auch nebenbei ein bisschen, weil, wie gesagt, ich bin noch Level 7, er ist schon Level, schieß mich tot. Ja, Hallöchen. Ja. Auf jeden Fall erklärt er das auch ein bisschen nebenbei. Ja, ich hoffe, man hört mich, nicht nur mich, sondern auch ihn. Ja, Zombie-Mode, um was geht's da? Wir sollen hier Level für Level hochsteigen und Aufgaben lösen, indem wir uns verwandeln in irgendwelche Monster oder sonst was und Zombies killen, um Punkte zu sammeln, um welche Tore aufzumachen. Aber das werdet ihr jetzt gleich selber sehen. So, das ist Galga, ja, der wird sich jetzt gleich in eine Zombie verwandeln. Ich gehe mal nach vorne. In eine Bestie, bitte. Okay, eine Bestie. Ah, er hat das Tor schon selber aufgemacht. Ja. Währenddessen werde ich... Also das ist jetzt das Monster. Mit dem Monster müsst ihr so Elektro-Dinger aufmachen oder euch da hochhangeln und. Ah, hier zum Beispiel kann man sich hochhangeln. Ihr habt halt spezielle Aufgaben zu lösen, die ihr mit dem Monster erledigen müsst. So, auf jeden Fall bist du jetzt schon mal lauter. Das ist schon mal besser. Schon besser. So, also ich kill erstmal die Viecher hier unten. Und hol mal Punkte. So. Mit Messern kriegt ihr wesentlich mehr Punkte, als wenn ihr mit der Pistole die Mobs killt, ja. Also immer versuchen mit dem Messer zu killen. Hast du da noch hinten einen, oder? Nö, ich hab hier keinen mehr. Okay, dann ist das, glaube ich, der letzte hier. Und wie gesagt, kurz vorm Ende der Runde immer ein Zombie erstmal stehen lassen, denn den kaltet ihr dann durch die Gegend, indem man dann halt noch nebenbei noch ein paar Sachen erledigen kann, wie zum Beispiel irgendwelche Aufgaben lösen und so weiter. Habt ihr einfach viel mehr Ruhe. Genau. So. Die Dinger sind jetzt gerade gekommen, weil hier Geige was aufgehoben hat durch die Aktivierung von diesem Kran. Da ist noch was runtergefallen und zwar, was war das? Eine Reparaturkiste oder sowas? Ein Füllerset, wie man das nennen mag. Oder so. So, wir gehen jetzt. Das lassen wir noch liegen, das Teil. Den toten Kopf. Soll ich mit hochkommen oder willst du das alleine machen? Ja, ja. Wenn ihr das mit mehreren Leuten zusammen macht, dann geht es um einige schneller, wenn ihr das jetzt so alleine macht. Was wir jetzt machen ist, Ritual, ja, das müssen wir machen, damit unsere Aufgaben erfüllt werden, um weiterzukommen. Ich bin schon wieder tot, ja. Und schon ist der Markus verreckt. Ja, da bin ich schon wieder verreckt. Weil sie schon wieder von überall kamen, die dummen Viecher. Ja, die Sensenmänner, ja, dappen sie mich platt hier, die Schweine. So. Ja, das war schon. Das war das Ritual, ja, wie ihr seht, wird der Typ jetzt in die Kugel drin gesogen und Geige kann jetzt dieses Item looten. So. Das nächste Ritual werde ich machen müssen. Können wir den nicht killen? Doch. Ja, kann ich nicht machen. So. Wie gesagt, mit dem Messer, ja, kriegt ihr mehr Punkte, wie wenn ihr mit der Pistole die Gegner killt. Darum versucht immer so gut wie möglich mal mit dem Messer alles zu killen. So, hey, da muss aber noch ein Monster sein, du. Die Runde 1 ist nämlich vorbei. Was ist denn der? Der wird schon auftauchen, der Kleine. Ja, Runde 1 sieht hier unten links in der Ecke unter unseren Bildern, ja. Das ist die erste Runde und dann geht es halt immer weiter nach Runde 2 bis schieß mich tot bis 100 oder weiß ich genau nicht. So weit waren wir noch nicht. Ich glaube, Level 100 ist Max, das weiß ich genau. So, wo Krebs sind der rum? Wo ist er denn jetzt hier? Ist der noch oben? Ich glaube, der ist oben, wa? Diese Pflanzen, die ihr hier zum Beispiel seht, die solltet ihr euch unbedingt aufsparen. Die könnt ihr mit einem sogenannten Fumigator öffnen. Findet ihr irgendwo an Wänden und irgendwo versteckt rumliegen. Warte, ich gehe mal hoch, ich such den mal jetzt. Aus dem könnt ihr... Das ist hier über mir. Könnt ihr spezielle Gegenstände kriegen, wie Waffen, irgendwelche Extras oder Perks. Und später sind die halt wichtig, um irgendwelche speziellen Objekte zu bekommen, die du später brauchst, um irgendwelche Waffen oder sonst was zusammenzubauen. Also Spezialwaffen, ja. Meinst du jetzt so? Genau. Genau. So, wir müssen noch ein paar Punkte sammeln, damit wir das nächste Tor aufmachen, weil jedes Tor wird immer teurer von den Punkten her. Und die Punkte kriegt ihr halt in dem Spiel, wenn ihr dann halt die Zombies killt. Wie gesagt, mit Messer geht's besser, gibt's mehr Punkte. Später werden sie immer stärker ein bisschen, ja, da müsst ihr dann schon zweimal drauf schießen.
Du musst mir nur sagen, welches Tor du halt jetzt offen haben möchtest, ja? Das ist eigentlich relativ egal, welches du zuerst aufmachst. Gut, dann Oh. Okay. Wir haben schon eine Runde weiter. Oh ja. Oh, achso, wir gehören ja da lang, stimmt ja. So, geil, jetzt schon das nächste machen, ja, die nächste Aufgabe hier oben, habt ihr gesehen, da wird er dann hochgezogen und dann geht er da lang und aktiviert das durch den Stromgenerator, genau, Türe hier. So, was war das? Oh. Ah, hast du schon gekillt, ja. Oh, was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Da einfach zu überleben, ja, um Runde um Runde weiterzukommen. Ja, den killen wir mal noch hier. Hast du noch einen da oben, oder? Ja, ich habe hier noch einen. Okay, den kann man killen hier. Ich habe hier noch einen. Oh, ich habe hier mehr, oder? Na, wir müssen sowieso noch einen killen, weil die Kohle reicht eh noch nicht. Ich habe 1000. Das nächste Tor zu aktivieren. 1250 habe ich jetzt. Ja, dann kannst du mal eins aufmachen. Dann können wir gleich das nächste Portal zusammen machen. Achso, ich dachte, du wärst jetzt ein Zombie. Warte mal, ist das jetzt der einzigste? Ne, da kommt noch einer. Ja. So, jetzt habe ich noch einen übrig. Ne, da kommen noch mehr. Okay, ich habe hier noch ein paar mehr. So, da oben, wie ihr gesehen habt, ist das nächste Ding, um diese Tür hier aufzumachen. Da ist dann dahinter, hinter diesem Schild, ist so ein Hebel oder nicht, so ein Stromgenerator. Damit der dann... Ne, die waren noch unten. Oder hast du jetzt gekillt? Ne, da kommt einer, gucke. Ja, dann machen wir erstmal das Ritual. Schön gemütlich. Gut, dann gehen wir erstmal ein Ritual machen. Ist natürlich, wenn nur ein Zombie da ist, um einiges einfacher, wenn da, schätze, 20, 30, 40, 50 kommt. Genau. Also immer gucken, dass ihr die so Rituale erst am Schluss das macht, wenn ihr nur noch einen Zombie übrig habt. Achso, das hast du. Das musst du aktivieren. Oh. Jetzt wird gleich wieder ein Mensch hier oben auftauchen. Oh, wie waren das nochmal? Ich glaube, hier sind immer hochgelaufen. Ne, doch nicht. Oh, ich hasse das hier. Immer in Sackgassen drin zu latschen. Immer. Musst du geschwind sein. Ach, da ist der Zombie. Ja, ich hänge wieder fest. Super. Haben sie wieder mit eingeklemmt, die Arschgeier. Naja, musst du halt wieder das Ritual machen. Ja, wie gesagt, da oben ist der Typ da. Der wird dann in diese Kugel jetzt schon vorbei. Dann wird der Ring gesogen. Und dann ist das Ritual beendet. Dann ist dieses Ding hier, was hier hochfliegt, müsst ihr einsammeln. Und jetzt kommt ein Boss. Und den müssen wir natürlich killen, indem er auf den Kopf schießt. Oh, ich muss nachmachen. Kill ihn! Warum machst du denn sowas? Ja, versuch. Nee, da kommt schon. Oh, Alter, wieder auf da. Alter, mach dir eine Fratze auf, ey. Oh, der ist tot. Wenn ich kehre, sind die Zombies, weil ich hier sterbe, ist nicht weiter schlimm. Nee, wir wollen ja. Raus, ah, hier. Ah, ich hab Totkopf. Alles klar. Also, du kannst hier One-Hit machen. Oh, das Herz. Ah ja. Und so. Nur ein Tipp an euch, Leute, möglichst nicht die Atombombe am Anfang nehmen. Weil wenn ihr die Zombies manuell killt, bekommt ihr mehr Punkte. Ah, die Bombe ist eigentlich nur als letzte Nothilfe, sagen wir mal so. Genau. Gut. Nächste Runde ist das schon, oder? Ja. Jetzt gehen wir einfach zum nächsten District. Machen dort das gleiche. Ja, nee, ist klar. Oh Mann, ey, kommen so viele von überall, Junge. Wollte gerade Tilly hinterherlaufen, dann kam einer raus da. Hinter dir kommt einer, pass auf. So, muss erstmal nachladen. Wo willst du lang, muss er sagen? Jo, nimm gleich das nächste Tor, du hast noch ein bisschen mehr Kohle. Gut, okay. Jetzt gehen wir zum Hafen, ja. Da unten gibt es auch dann wieder ein Ritual zu machen. So, ich habe euch jetzt mal gezeigt, da oben geht's hoch, ja, müsst ihr wenn ihr euch verwandelt habt, dann müsst ihr drin in den Raum, wieder raus aus dem Raum und dann hinten ist irgendwo ein Elektrostromding.
Dadurch habt ihr dann die Treppe geöffnet. So, haben wir alles über geschafft. Ah, ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle gekillt. Ne, da kommen noch welche. Ich muss erstmal nachladen. Oh, die Truhe ist da. Wie wird denn die eigentlich freigeschaltet? Das weiß ich immer noch nicht. Die Truhe erscheint immer zufallsmäßig an diesem einen District. Das so. Könnt ihr erraten, indem ihr von Himmel schaut. Diesen Lichtstrahl sieht man von überall aus. Ah, okay. Aber. Und, aus der Truhe bekommt ihr Zufallswaffen. Ja, das wollen wir mal gleich mal machen, weil ich habe ja nur die billige Pistole hier. Mal gucken, was wir rauskriegen. So. Was hier kriegt? Oh, eine Automatik MG. Hier ist das Portal in die andere Dimension, da müsst ihr... Okay, das klang ja wie Man of War. Man of War, wie man es möchte. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine... Oh, ich komme jetzt hier hoch. Ja, da unten ist ein Tunnel. Du siehst da unten rechts, was da steht. Ein ICR. Bitte? ICR1 habe ich gekriegt. Achso. So, dann lass mal gleich weitergehen. Ja, wir haben wieder extra Kill und so und Totenkopf und so. Also kannst du ruhig messern. Hier unten ist noch einer, glaube ich. Genau, hier kommen zwei, drei. Oh, den lasse ich am Leben. Kannst du killen. Brauchst du ja auch ein paar Punkte. Hier oben kommt auch noch einer. Ja, so viel dazu. Was war das? Atombombe. Achso. Warte mal, hab ich das jetzt hier schon gesammelt? Ja. Genau. Fällt das noch ein District. Hast du unten aufgemacht hier? Ja. Okay. Ich habe halt keine Muni mehr für die Schrotflinte. Führen wir hier erstmal wohl alles. Ah, jetzt kommen diese fliegenden Viecher. Das sind so komische Dämonen oder was weiß ich, keine Ahnung. Alter, überall spucken sie dich an, die Kackdinger, ey. Ja, die könnt ihr auch am Leben erlassen, aber die explodieren, hätte ich gesagt, nach einer Zeit von alleine. Ja, die können wir euch eben so üben lassen. Das ruhig. Ja, sagt es doch, ey. Ich wollte die gerade killen und der spuckt mich an. Ja. Ah, die sind leichter zum Ausweichen, finde ich sogar. So. Einfach rennen, rennen immer lang, wo halt nur nichts ist. Ja, ich muss erstmal gucken, wo ich lang laufen kann. Jetzt bist du gleich in die Kassette. Ja, nicht mehr. Aber wie gesagt, wir müssen hier im Kreis rumlaufen, wenn dieses Ritual läuft, ja. Bis dann dieser Typ halt in diese Kugel eingesogen wird. Das ist eigentlich die Aufgabe des Rituals. Killen braucht ihr die Viecher nicht, die kommen immer wieder auf neue. Und geben auch keine Punkte. Ah, hier ist Munition, guck mal. Dürft ihr wahrscheinlich keine aufnehmen dürfen? Ja. Was? Guck mal, ob das Vieh gleich wieder kommt, hau lieber ab da. Also. Nee? Nee, hey, kommt nicht hier. Alles klar, dann gehen wir weiter zum nächsten. Gut, wollen wir nicht erstmal die Dinger abgeben? Können wir noch nicht. Wir müssen es kommt doch. Was ist denn? Wir müssen erst das letzte Ritual machen. Ach, da oben. Dann können wir erst unten das Tor aktivieren. Ja, ich habe die Schwäche entdeckt und die Schwäche ist einfach die Matschbirne. Aber wir müssen hier mal uns aufnehmen. Konzentrier dich auf das Vieh, ich mache Zombies. Ja. Wir sind schlecht, ich habe hier überall Zombies. Ja, komm raus aus dem Zoom. Ja. Ich muss nachladen. Oh, ihr müsst wie gesagt auf die Köpfe schießen, ja. Das sind drei Köpfe insgesamt. Na, da rendiert der, oder? Nee. Ah, jetzt hat er mich gekillt, die Sau. Ah! Achtung, er kommt jetzt zu dir, ja. Jo. Also irgendwie ist die Pistole total schwach, wenn du tot bist. Denke mal, Geiger wird den gerade gekillt haben. So wie sich das angehört hat.
Ach, ich kann die auch sogar messern, wenn ich liege. So. Nein! Ah, Geiger ist gestorben. Oh. Er hat sich abschlachten lassen. So was passiert nun mal auch. Ja, man soll sich deswegen nicht. Soll sich deswegen jetzt nicht niederdrücken lassen. Ja. Einfach nur mal neu starten und neu versuchen. So. Auf jeden Fall, das war schon mal ein kleiner Einstieg in das Spiel. Zombie-Mode, ja. Wollte ich einfach nur mal so gezeigt haben. Und auf jeden Fall werde ich noch mehrere hochladen mit Galga. Hoffe ich zumindest, dass er mitmachen möchte. Und wie gesagt, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, euer Zebe und euer Geile. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.